mein Zuhause. Es ist weg. Oh Mann, es tut mir so leid, Einhorn Kitty. Wollen wir uns nicht hinsetzen und darüber reden? Was zum Teufel ist das? Ein Doppeldecker-Sofa. Du bist so enttäuschend auf so vielen Ebenen. Warum ist meine Hose kalt und nass? Schnell zu den Rettungskapseln. Du hast Rettungskapseln gebaut? Nein, ich dachte du. Wir werden sterben. Das U-Boot darf nicht implodieren. Ach nee! Zeit. Was nun? Wir müssen einen Weg runter durch dieses Deck finden. Nun, hast du einen Plan? Ja, wir suchen die anderen. Und dann? Ertrinken wir wahrscheinlich. Hast du einen besseren Plan? Eine Geheimtür eingebaut? Geheimtüren sind cool. Wie kommen wir aufs nächste Deck? Mit dem Wasser können wir diesen Schrott hier bewegen. Na, dann ist es ja gut, dass das U-Boot ein Leck hat, was? Damit wir durch können? Nein, die klemmt. Ihr müsst irgendwie anders reinkommen. Benny, wir erreichen sie durch die Luftschleuse im Torpedoraum. Jawohl. Dafür, dass wir das Ding in gerade mal einer Minute gebaut haben, waren wir ganz schön gründlich. Hey, Vitruvius, ich habe eine bessere Idee. Wenn wir außen am U-Boot einen Torpedo anbringen und ihn abfeuern, wird das U-Boot zurück an die Oberfläche gedrückt. Wenn du meinst. Okay, einer von uns muss auf diesem Druckschalter stehen, während der andere den Hebel daneben zieht, um ihn zu sperren. Los.
Zieh den Hebel runter. Warte! Jemand kommt durch die Luftschleuse! Okay, jetzt der andere Schalter! Jetzt muss ich nur noch den Startcomputer bedienen! Solltest du nicht erst den Torpedo anbringen, bevor du ihn abfeuerst? Oh oh! Also, doch ertrinken wie geplant! Ja. Bei den anderen ist vielleicht noch alles in Ordnung. Schwimm rüber zur Luftschleuse! Let's go.
Ist mir eingefallen, der Raumanzug soll nicht nass werden.
Vitruvius! Wir dachten, du wärst ertrunken! Tja, wenn ihr noch ein paar Minuten Geduld habt... Hat irgendwer eine Ahnung, wie wir hier rauskommen? Die Wände weinen! Oh, das ist ein Riesenwetter! Keine Panik, Leute! So stirbt Batman nicht! Emmett! Festhalten! Festhalten! Wildstyle! Tiefluft holen! Alle mal Tiefluft holen! Micromanager, was geht dort unten vor? U-Boot Wrack wird gescannt. Keine überlebenden Gesichter. Polizeitaucher, sucht notfalls den gesamten Ozean ab. Wir müssen das Stück finden. Bringen wir die Gefangenen zurück zu Lord Business. Es wird ihn freuen zu hören. Der Besondere ist erledigt. Nun, wir sind noch am Leben. Hurra! Das Doppeldeckersofa. Es war also doch zu was Nütze. Das Einzige, was ganz geblieben ist. Ich habe immer an dich geglaubt, Emmett. Ich störe nur ungern. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass wir auf einer Couch mitten im Ozean festsitzen? Denkt ihr etwa, dass gleich ein riesiges Schiff um die Ecke kommt, das uns rettet? Ach du... Ahoi, Kameraden! Ich bin zurück! Eisenbart! Ich dachte, du hältst das alles für aussichtslos! Ahoi! Warum bist du zurückgekommen? Dieses doppelte Landsofa. Wie ich sah, hatten Lord Business Männer es überhaupt nicht bemerkt. Deshalb brauchen wir noch mehr solcher Ideen. Okay. Gebt mir ein paar Stifte! Etwas Tonpapier! Und ein bisschen Glitzerkleber! Um in den Craggalizer im unendlichsten Stock des Octon Towers zu gelangen, müssen wir uns an diese Anweisungen halten. Ich nenne es Emmets Plan, in den Tower einzudringen, das Stück des Widerstands auf den Craggle zu setzen und die Welt zu retten. Diese Bürotürme, in der Stadt habe ich hunderte davon gebaut. Wenn wir da reinkommen, weiß ich, wo sich sämtliche Luftschächte und Kabel befinden. Ich kann uns überall hinbringen. Mein Plan ist es,
ein Raumschiff zu bauen, das identisch zu allen anderen Octen-Lieferraumschiffen ist. Schritt 1. Wir holen uns die Anleitung und bauen das Schiff. Keiner von euch den Balken hier entlang gehen? Ich würde es machen, aber ich habe mein Bad-High-Abwehrspray vergessen. Ich mach's. Solange ich nicht ins Wasser falle, kann mir kein Hai was antun. Richtig? Klar. 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 Ich bin hier oben nach dem Achterdeck. Die Micromanager haben die Treppe zerschossen. Vielleicht können wir diesen Boiler gebrauchen. Jetzt ist bestimmt keine Zeit für ein heißes Bad. Wenn wir die Rohre richtig verbinden, kann uns der Dampf durch dieses Loch in die Luft blasen. Ich habe eine Kurbel für den Boiler gefunden. Die fiesen Micromanager haben auch diese Treppe zerstört. Ich habe aber eine Idee. Welche bestimmt wieder Regenbögen beinhaltet, richtig? Und Funken. Thank you.
Okay, wer möchte Kanonenfutter sein? Idealerweise irgendjemand außer mir. Mach das. Zeit, ein Lieferraumschiff zu bauen. Schritt 2. Wir steuern das Schiff zum Lieferanteneingang. Okay, wir müssen in Lord Business Reliquiensammlung eindringen und unsere Tarnung finden. Wofür brauchst du nochmal eine Tarnung? Wegen diesen Typen. Thank you.
verdient! Achtung, Micromanager! Gegen meine Kanonen werden Sie nicht ankommen! Ist ja nur ein Vorsprung. Ist ja nicht so, als müsste ich ein Flammenmeer überqueren oder so. Glaubt noch jemand, dass er nur so tut, als er blind? Ich glaube, da oben ist ein großes Lüftungsgitter. Kannst du darauf feuern, Eisenbart? Nicht von hier unten! Okay, ich spüre, dass hier irgendwo ganz sicher eine Platte ist. Thank you.
Chaos kommt! Ich pass auf, dass keine Schurken kommen! Und ihr sucht die Tarnung! Wir schnappen uns einfach dieses glänzende Zeug da hinten und tarnen uns damit als Roboter. Und was ist mit den Laserstrahlen? Kein Problem. Lässt sich jemand freiwillig in 1000 Stücke hacken? Überlass das mir. Und weiter! Kann das von euch Meisterbauern einer gebrauchen? Super! Diese Strahlen können wir nie umgehen! Es muss einen Weg geben. Vielleicht kann man sie mit einem Code ausschalten. Geschafft! Gib den Code mit der komischen großen Tastatur ein. Jetzt ist es Zeit für Batman. Danke! Wildstyle und ich werden uns damit tarnen. Einhorn Kitty? Batman? Ich weiß, der Sitzungssaal. Wir werden so viel Spaß miteinander haben. Und Benny? Du suchst Eisenbart und gehst mit ihm in den Kontrollraum. Ei, ei! Moment, Moment! Was soll ich nochmal tun? Bewegungssensoren in Sektor 12 ausgelöst. Verstanden. Oh oh. Denkst du, was ich denke? Na los. Eisenbart! Das war toll! Erstes Gebot auf See. Stecke niemals einem Piraten deinen Hintern ins Gesicht. Ich bin der Computer. Cool! Ein sprechender Computer! Bitte die Schildsysteme deaktivieren. Natürlich. In Ihrer Umgebung laufen keine Filme mit diesem Titel.